Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, der eventuell vielleicht letzten Folge, denn es fehlt nur noch eine einzige Mission. Und dazu gleich nochmal ein paar Worte zur letzten Mission, die ich gerne verlieren möchte oder muss. Es war eine ziemlich nervige Mission. Ja, ihr habt es ja gesehen, ich bin ziemlich oft direkt und irgendwann habe ich dann gesagt, kack drauf, ich schneide jetzt nur noch den Versuch rein, den ich quasi, oder wo ich es quasi schaffe. Das Problem war, ich habe das nicht mehr gesagt. Also es war total komisch. Ich habe dann irgendwie habe ich meine Audiospur scheinbar verkackt beim Nachbearbeiten. Eigentlich habe ich gesagt, so, ich schneide jetzt nur noch den Versuch rein, wo ich schaffe. Und dann habe ich quasi auch die Aufnahme beendet, aber irgendwie von der allerersten Aufnahme, bevor der erste Schnitt kam, fehlten ja auch noch so irgendwie so eine Minute oder so, wo ich nicht mehr geredet habe. Irgendwie habe ich beim Schneiden verkackt. Da fehlt am Ende eine Minute von meiner Sprache. Keine Ahnung, was ich da versaut habe. Naja, zumindest wollte ich nur mal kurz erwähnen, dass ich quasi nach diesen, wo ich dann eigentlich gesagt habe, ey, yo, jetzt nur noch der geglückte Versuch, habe ich ungefähr noch mal 20 Minuten versucht. Hab's nicht geschafft. Dann habe ich das Spiel aus Rage ausgemacht, habe das Spiel nochmal gestartet, habe dann nochmal 40 Minuten dran gearbeitet und dann habe ich es geschafft. Mein Gott, was eine Ranzmission, ne? Leck mich am Arsch. Und ich habe es dann auch tatsächlich, habt ihr gesehen, nur mit Luftunterstützung und vollem Programm geschafft, habe Rang E bekommen, weil ich so viel, weil ich halt diese Dinger dafür benutzt habe und man dadurch halt Rang verliert. Also, nee, ey. Na gut, dazu verliere ich dann im letzten Fazit dann nochmal ein paar Worte zum, ja, zu dieser Mission auch und allgemein zu so ein bisschen Problemen in dem Spiel. Aber insgesamt finde ich es halt auch ziemlich kacke, dass sie da halt in einem Schleichspiel so eine Explosions-Make-It-Bay-Mission einbauen, ja. Das ist einfach, man merkt, es ist einfach nicht dafür ausgelegt. Es funktioniert nicht so ganz. Naja, zumindest habe ich es geschafft. Ich habe übrigens auch noch eine Kassette bekommen, weil in diesem Haus da rechts neben, ich habe dann natürlich auch mal zwischendurch geguckt, so ey, wo kann ich eigentlich mich hier noch verstecken? Ich habe ja auch, wie ihr dann, glaube ich, im finalen Versuch gesehen habt, ich habe mir eine neue Waffe geholt, weil der Rocket Launcher, den wir da benutzt haben, das ist nicht mehr der stärkste, den ich habe. Deswegen habe ich mir dann schnell den stärksten geholt und so. Ich habe in diesem Haus da noch eine Kassette gefunden, nämlich von Maneater. Ihr wisst schon, ne? Das Lied, was auch schon in Bullet of Gay Tony prägend war in der Cutscene. Das ist, ich dachte eigentlich, ich hätte die schon mal bekommen. Deswegen hat es mich nicht gewundert, als ich es in der Motherbase gehört habe. Was witzig war, ich habe die gesammelt und bin danach noch 1000 Mal gestorben, aber es wurde trotzdem irgendwie gespeichert. Das fand ich interessant und nett. Naja, gut. So, Leute, wir haben jetzt, wie gesagt, achso, warte mal, das habe ich ja eigentlich noch in der Aufnahme mir angehört, ne? Wurde nicht gespeichert. I don't choose to be quiet oder so. To be quiet, ne? Macht ja auch Sinn. Ja, hier genau, Maneater, Alter. Bum, bam, ba, dum, bam. Schöner Bass. Ride a white horse. Kenne ich nicht, ups. Quiet-Thema kenne ich auch nicht. So, gut, muss nochmal sein. Ja, Leute, ne, wie gesagt, es geht los, wir haben sonst nichts mehr zu tun in diesem Spiel. Ich habe alles getan, was ich da tun wollte. Ach komm, ich wette, wir kommen nach der Mission sowieso wieder in den Heli, dann kann ich hier sowieso nochmal alles, oder irgendwo an und können von da aus nochmal alles anklicken, was wir dann noch frei haben. Es geht los mit der allerletzten Mission und hier sehen wir nochmal, warte mal. Ach so, Wiederholung, ein leiser Abgang. Ach, man kann die sogar wiederholen. Okay, aber es geschafft. Hey, was für eine Drecksmission. So, und ich bin gespannt. Entkommen Sie aus dem Krankenhaus. Aha. Warte mal. War das nicht auch die allererste Aufgabe eigentlich? Ja, okay. Spielen wir jetzt die erste Mission nochmal neu? Ich weiß es nicht so genau, aber es ist mir auch egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall die allerletzte Mission im Spiel spielen und ich bin gespannt. Nee, warte mal, dann. Ah, ich habe nur noch meine Raketenwerfer dabei, ne? Obwohl, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, mein Schleichen und hier die Sniper brauche ich eh nicht. Und für den Fall, dass hier irgendwelche Bosse kommen, das ist, glaube ich, schon okay so. Ich weiß nicht, wie die Mission hier sein wird, ob es jetzt irgendwie noch eine Alternative zur ersten Mission sein wird oder so. Keine Ahnung, wir machen es einfach. Und es ist die allerletzte Mission, die wir brauchen. Ich bin wahnsinnig gespannt. Das Hintergrundbild sieht anders aus, oder? Oder sah es schon mal so aus? Nee, eigentlich war doch mal Diamond Dogs. Es gab ja auch kein Briefing zu dieser Mission, ne? Das ist sehr interessant. Keine Ahnung, was mich hier erwartet. Das ist eigentlich ganz cool, dass sie hier auch wirklich mal auf Briefing kacken und jetzt wirklich mal so komplett denken, was könnte jetzt in dieser Mission passieren? Don't you die on me, damn it! BB's robbing! Intubate, now! Cardiac arrest is in BFib! Clear! No response. Hit him again. Clear. How's he doing?
Well, he stabilized, but it took too long. He's in a coma. What about him? He, took some shrapnel to the head. Wirksame. V has come too. V has come too. Who is me? Ακούσμε. Can you hear me? Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Just nod if you can hear me. Look up, please.
Very good. Please try to relax. There is plenty of time. I need to tell you something. Please listen and try not to panic. You've been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been 9 years. Nosocoma! Nurse! Calm down! Try not to panic! Try not to panic! Now. You'll be all right. How do you feel? It's been 1 week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Nurse. Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy, and EMS. Now, I need to explain something to you, but you mustn't be alarmed. 9 years ago, you were injured in an explosion. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart and in your skull. The fragments are lodged deep within your cerebral cortex. We couldn't give you an MRI, the metal, you see. But even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Mental and physical impairment are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. One more thing. This X-ray is on your upper body. You better look now. Best to understand your situation sooner than later. I know it's difficult, but please look down. It's best to see with your own eyes. Be brave. Ότι έχει ξυπνήσει. Διατρέχει μεγάλο κύμα. Πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα. Προετοιμάστε τον για εγχείρηση. Δεν το πιστεύω. It's true. There are those who wish you would never woken up. You should be dead. But you are not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world up there, so there's something we need to take care of first.
This is you, as you've lived until this day. I'm going to change your appearance. We have no other choice. Wir kommen jetzt aber nicht nochmal in den Editor, oder? Nein. Very good. Now let's remove these bandages. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection, to hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Your name, your past. Everything feels all right. Okay, have time to go.
What happened to the woman? The woman? We gave her a light. She took the short way down. Who are you? Who am I? You're talking to yourself. Been watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is, here in the land of the living. Bad news? Oh, we'll watch you do. On your feet, soldier. The whole place is coming down. Need a little pick-me-up? Okay. Here. Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Come on! What the fuck? Warum? Wer bin ich? Ist das Big Boss? Bin ich nicht? Ich bin Leon. Das hab ich grad. Moment. Ich bin mir jetzt gerade echt nicht mehr ganz sicher. Also bei Metal Gear Solid ist man sich eh nie sicher, aber ne? Okay, später. Ich guck mir erstmal alles komplett an. Spiele ich hier echt nochmal die erste Mission nach. Bin gespannt, ob die auch wirklich jetzt nochmal so lang ist. Ich meine, es wäre mir egal. Vielleicht ich gucke mir jetzt erstmal hier alles komplett an und dann ganz zum Schluss gebe ich nochmal Theorien oder... Was ich hier jetzt gerade mir, wo ich gerade echt ein bisschen unsicher war. Wenn es nicht so absolut lange dauern würde, bis man nicht mehr weiterkommt. Sogar zoomen. What the hell is that? Something's coming. Den rechten Trigger zum Zoomen benutzen, jetzt nicht mehr.
Stimmt, das ist mir auch schon beim ersten Mal aufgefallen hier. Das Spiel kaputt gemacht. Ich bin jetzt echt... Also es gab kleine Änderungen, klar, aber im großen und ganzen Spiel wäre es echt die erste Mission nochmal nach. Ich will nicht wissen, wie lange. Weil ich meine, die erste Mission hat schon ein bisschen gedauert. Mit allem drum und dran.
die Stellungstaste. Ups. Scheiße. Das wollte ich nicht. Don't you die on me. Ahab. 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 Heieiei. Das wäre jetzt echt nochmal die erste Mission hier war nachspielen, ne? Ich weiß ja nicht so ganz. Don't get caught in those searchlights. Grigola, come on. Σας παρακαλώ, είστε κλούδι, οκ. Τι συμβαίνει. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν είδα κανένα, θα μας σκοτώσουν. Ναι, τον είδα πριν λίγο. What's happening out there? It's all right, we'll be okay. I can't see what's happening. Did you hear that? What's going on out there?
In with the bodies. Get down on your stomach and crawl. If you move, we're done for. Play dead. Thank you.
Hold on. You better stop and treat that injury. Es tut mir leid, dass ich so wenig rede, aber ich passiere zu viel. Ich finde es auch eher so mäßig gut gerade. Ich hoffe wirklich noch auf eine Wendung, dass man hier wirklich die erste Mission doch mal fast genauso spielt. Das ist nicht sehr kreativ. Eieieiei. Ich bin die letzte Mission des Spiels. Ich bin genauso wie die erste. War, glaube ich, ein Fehler. Erstmal daneben ballern.
bringt ja gar nichts, Mensch. Na, sowas aber auch. Seine Augen. Ich weiß nicht mehr, wie das hier genau ging. Ich muss einfach ein bisschen aushalten, oder? Oder Wasser suchen. Eieieiei. Bin mir sicher, ob die Szene damals auch war. So langsam muss doch mal ein Wechsel kommen hier. Also es ist irgendwas Neues, irgendein Wendepunkt, irgendwas Neues, Mann.
Ich will jetzt mal hier, ne? Es reicht jetzt. Ich spiele seit einer... Das war's. Ich habe das Achievement bekommen. Wenn es das jetzt war, ne? Und ohne irgendeine Cutscene jetzt, ne? Dann ist das Spiel aber ganz unten durch bei mir. Das kann's nicht gewesen sein. Das geht gar nicht. This way, boss. Hurry. Use that bike. It's tuned up and ready to go. I'll handle the rest. Here. That's your name as of today. Best change your face, too. Now this one, he'll take your place. From here on, he's Snake. He believes it, too. My very own Phantom, huh? Boss, the whole world wants your head. Don't worry, he can handle it. Move now, quickly. Aren't you forgetting something? We'll meet again. Right. Okay. Danke. Einfach nur danke. Kurzfrage trägt dazu bei, dass... Spruch des Codesprechers ist, mich jetzt zu verfassen. Tugendhafte Mission, Operation Snake Eater, der Boss stirbt. Der im Kummer liegende Volgen wird zu einer Standard von Maskara. Der Codetalker beginnt mit der Erforschung der Überreste von The End. Die Kongo-Krise wird beigelegt. China testet seine ersten Wasserstoffbombe. Eva verschwindet. Sie wird zuletzt in Hanoi gesehen. Das Verteidigungsministerium der Fanningstein. Erste Nachricht über das trifft den Graf Major Zerulus Fox auf. Demokratische Republik Kongo ändert ihren Namen in Zelda. Das Projekt Les Enfanteries beginnt mit Clone und Big Boss werden geboren. Eli und David. Tut mir leid. Zu viel Text und zu wenig Zeit zum Lesen, ey.
Tut mir leid, so schnell kann auch keiner das durchlesen. Müsst ihr leider auf Pause machen und das selber lesen, es tut mir jetzt leid. Aber das ging nicht. Holy shit. Okay. War's das? Gibt es jetzt, sind das jetzt die ultimativen Credits? Vielleicht. Eieiei. Ich danke für die Cutscene am Ende. Endlich. Oh Gott. Okay. Okay. Wo fange ich denn jetzt am besten an? Oh mein Gott, hier jetzt irgendwie ein cooles Fazit zu geben, ist unglaublich schwer. Es ist unglaublich, unglaublich, unglaublich schwer. Da es eben so viele verschiedene Bereiche gibt, die ich hier kritisieren kann.
Okay. Fangen wir doch erstmal bei dem einfachsten an, nämlich dem Ei-reinen oder. Ja, doch. Ich finde das halt so krass an wie David Bowie, ne? Hör dir das mal an. Der hört sich fast genauso an. Aber es ist ein anderer. Na gut. Okay, wo fangen wir an? Das Spiel, ne? Metal Solid 5, meine Güte. Der große Abschluss der Metal Gear-Reihe und ich bin tatsächlich auch ein bisschen froh, dass ich es jetzt hinter mir habe, damit ich mich endlich neuen Projekten, Reihen widmen kann und vor allen Dingen endlich mal dieses, was ich schon erwähnt habe, diese Videoreihe gucken kann, wo nochmal alles erklärt wird, weil, mein Gott, über die Spiele ist so viel Kacke passiert. Problem ist, die Musik ist wieder so laut und da kann ich jetzt irgendwie schlecht drüber reden. Aber das dauert eben ein bisschen. Na gut. Ich persönlich halte Metal Gear Solid 5 für ein okayes Spiel. Das Problem ist, es ist halt wirklich kein besonders gutes Metal Gear Solid Spiel mehr. Das ist einfach in den... Oh mein Gott, ey. Ich kenne das Lied doch eh. Ich tue mir gerade mal die Kopfhörer raus, damit ich frei reden kann, damit ich nicht gestört werde hier. Also, Metal Gear Solid 5, ne? Ich meine, allein schon der Aufbau. Er wurde ja. Es hat ja im Grunde genommen schon mit Peace Walker angefangen, das deutlich an dem eigentlichen Aufbau der Metal Gear-Spiele stark verändert wurde. Statt irgendwie ein lineares Spiel zu haben, wo 50% des Spiels Cutscenes sind, ist es in Haupt- und Nebenmissionen unterteilt und so. Und es ist sehr viel mehr Gameplay und hin und her und. Ja. Es ist eben ein bisschen anders aufgebaut. Grundsätzlich natürlich keine schlechte Idee. Was heißt Idee? Das Problem ist, dass es irgendwie nicht so wirklich zu Metal Gear Solid passt. Und da ergibt sich eben das größte Problem, die Geschichte. Ich meine, die Geschichte hat ein paar echt interessante Wendungen, jetzt gerade am Ende, ne, um es jetzt nochmal zu klären. Ich glaube, ich habe es verstanden. Wir haben die ganze Zeit nicht Big Boss gespielt. Es war nicht Snake, es war Leon. Und das finde ich gerade sehr interessant. Als ich diese Nachricht, als auf dieser Postkarte drauf stand, from Leon oder so, da. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich mich irgendwo in dem Spiel mal so genannt? Muss ich das anfangen bei der Charakterentscheidung oder so? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es quasi, weil ich den Namen eingegeben habe. Aber ich glaube nicht. Das wäre zu viel Arbeit gewesen, glaube ich, da jetzt immer den Passport am Ende und so auch zu ändern. Ich glaube, er heißt wirklich einfach so. Ne? Weil ich heiße ja auch so, ne? Falls du noch nicht wusstest. Ist ganz witzig. Naja. Ja. Das Problem ist, Geschichte im Grunde genommen. Alles, was hier passiert, hätte man in, keine Ahnung, 5 Stunden zusammenfassen können. Und, keine Ahnung. Das Problem an dem Spiel ist halt einfach das Pacing. Wie gesagt, ein Begriff, den ich schon 1000 Mal gehört habe, aber nicht genau wusste, was es eigentlich ist, neulich mal gegoogelt habe und dann festgestellt habe, haha, Metal Gear Solid 5 ist das perfekte Beispiel dafür, wie Pacing einfach so kacke ist. Denn, Pacing beschreibt jetzt ein bisschen den Spielfluss, die Sinnhaftigkeit, so den Flow, den das Spiel mehr oder weniger aufbaut. Nicht jetzt unbedingt im Bereich von Gameplay, denn da, also das Gameplay ist ja gut, sondern eher so im Missionsaufbau, wie das ganze Spiel halt einfach aufgebaut ist. Und das ist halt wirklich schlecht. Denn das Spiel besteht aus, oder hat insgesamt 50 Hauptmissionen. Davon erzählen maximal 10 wirklich relevante Geschichte, die restlichen 40, beziehungsweise 30 erstmal, sind irgendwelche Filler-Missionen, wo man, keine Ahnung, irgendeinen nichtssagenden Typen rausholen muss, irgendwelche nichtssagende Panzer zerstören muss, die Zerstörung ist die absolute Hölle, und so weiter. Das finde ich schwach. Und das finde ich halt auch nicht sehr gut gelöst. Daneben gibt es aber wiederum, und das sind halt keine Sidequests, sondern Hauptquests, die man erledigen muss, damit man weiterkommt. Ausnahme bildet einmal so eine Dreiermission, wo man halt eine auslassen kann, die ich allerdings trotzdem später nachgeholt habe. Und ich glaube auch nachholen muss, weil sonst diese letzte Mission hier nicht triggert. Man muss, glaube ich, alle Hauptmissionen, außer dieser Perfect Stealth und sonst was, halt diese, ne, wo in Klammern was vorstand, außer denen, die muss man halt alle erledigt haben. Das Problem ist, sowas sind halt eher Sidequests. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Sidequests in dem Spiel, die relevant für die Geschichte sind und gemacht werden müssen, um überhaupt die Story voranzutreiben. Ne, holen sie Huey raus und finden sie Quiet und was weiß denn ich. Und das ist doch einfach nur dumm. Warum macht man daraus Nebenmissionen? Und warum tut man diese nichtssagenden Kackmissionen ins Hauptmission zu real? Genauso wie halt diese, ich nenne sie jetzt mal eckige Klammermissionen, also hier, wo man halt die Mission nochmal wiederholt unter anderen Bedingungen. Dass es sowas gibt, ist natürlich okay. Ist ja gut für die, die eine Herausforderung wollen. Dann sollen sie es aber in die Nebenmission stecken oder. Ich glaube, das Lied hört gerade auf. Ich setze mir kurz meine Kopfhörer wieder auf. Ja. Oder halt in eine
spezielle eigene. Okay, es fängt neue Musik an. Ein eigenes. Eine Kategorie. Herausforderungsmission oder so. Warte mal, ich werde mal kurz. Ich werde die mal so halb drin lassen, die Kopfhörer ein bisschen raus, dann kann ich nämlich besser reden. Sonst schreie ich nicht immer so. Ja, das ist halt dumm. Und dazu sind sowieso diese Filler-Missionen. Das ist halt, wie gesagt, du machst dann eine Mission, wo man eine interessante Story passiert und dann musst du wieder die nächsten 5 Stunden irgendeinen Nebenquest-Scheiß machen, der nicht interessant ist. Das einzig Interessante an dieser Mission ist halt das Gameplay. Wo ich auch viele Probleme, die ich hatte, auf mich schieben würde, weil ich bin halt einfach nicht der Stealth-Fan. Das Komische ist, das ist voll komisch bei mir, immer wenn ich bei Spielen die Wahl habe zwischen Stealthen oder mich durchballern, nehme ich eigentlich immer Stealthen, weil das so rein moralisch für mich besser ist. Eben nicht Leute umtöten, sondern sich durchschleichen, ein bisschen, ne? Eigentlich ist es halt cooler für mich, aber eben rein gameplay-technisch mag ich es einfach nicht. Ich baller mich lieber durch. Und, keine Ahnung. Deswegen würde ich tatsächlich das Gameplay in vielen Aspekten, was mich da manchmal so aufgeregt hat, auch auf mich schieben. Dass ich einfach es nicht gewohnt bin, dass ich es nicht so gern habe, dass ich auch leider sehr immer eingeschränkt in meinem Gehirn bin, was Funktionen angeht. Dass ich dann immer, keine Ahnung, meine 3 Waffen habe, meine 3 Funktionen, die ich benutze und irgendwie nicht bereit bin, mal neue Sachen auszuprobieren. Und in dem Spiel gibt es halt unglaublich viele Dinge, die man machen kann, wie man quasi seine Feinde ausschalten kann, wie man sich durchschleichen kann, wie man sie exfiltrieren kann und so weiter. Und das ist cool, dass sie da wirklich so viel Liebe und so viel Ideen reingesteckt haben. Wenn auch ein bisschen viel. Und da weiß ich halt doch nicht so ganz, ob ich es wirklich nur auf mich schieben soll. Es gibt so viele Sachen. Und da fühle ich mich auch ein bisschen schlecht, weil ich im Grunde genommen das wenigste ausprobiert habe. Und selbst wenn ich bereit gewesen wäre, mehr Dinge auszuprobieren, hätte ich bestimmt längst nicht alles gemacht. Und vielleicht ist das Spiel tatsächlich ein bisschen überladen mit Funktionen. Und dafür eben zu wenig Geschichte. Na gut, aber das will ich nicht unbedingt kritisieren. Aber eben die Story, beziehungsweise dieses Pacing, was halt wirklich nicht. Das hätten sie besser machen können. Ich meine, wenn Kojima nicht mehr so viel zu erzählen hat, okay, dann hätten sie aber das Spiel aber auch in 8 Stunden fertig machen können. Hätten sie sagen können, okay, Hauptquest 8 Stunden, Nebenquests alle zusammen 200 Stunden. Wäre vielleicht ein bisschen extrem, aber keine Ahnung. Skyrim funktioniert nicht anders. Okay, Skyrim hat immer noch, keine Ahnung, 20 Stunden Hauptquest oder so, aber, ne, wisst ihr, was ich meine? Da ist diese Hauptstory auch nicht der Rede wert. Skyrim spielt nur wegen Sidequests und vielen Möglichkeiten. Und dass man dann halt diese Sidequest hier irgendwie in die Hauptquest mit eingebunden hat und Pflicht ist, bläh, fand ich doof. Dazu auch sowas wie die, das sich immer wiederholende. Also, du startest eine Mission und startest im Heli, musst dann erstmal 20 Sekunden warten, bis er mal aus der Seite raussteigt, dann dauert es nochmal eine Minute, bis er landet und dann musst du noch zu der entsprechenden Mission hinfahren und es ist immer das Gleiche. Und das ist, ich weiß nicht, doof. Hätten sie mich direkt reinlassen können oder was weiß ich. Das ist halt leider auch so ein bisschen das Problem neuerer Spiele allgemein. Spiele versuchen immer mehr Open World irgendwie mit unterzubringen und oh, Music, jetzt wird's interessant. Oh, nee, hatten wir ja schon mal, ne? Könnt ihr euch nochmal angucken hier. Versuchen immer mich durch größere Open Worlds und mehr Möglichkeiten zu protzen und ich will gar nicht mal unbedingt sagen, dass Kojima dazu mehr oder dass es irgendwie von Konami gezwungen wurde oder dass sie es nur wegen des Hypes quasi gemacht haben. Ich glaube schon, dass Kojima selber auch Bock darauf hatte. Das will ich dir gar nicht ausklammern, aber es passt einfach nicht so richtig zu all dem, was das hier sein will. Und ja, es ist halt wirklich, Love with Tears, ah, von sollte lösen, das hätte ich mir gerne irgendwie gefunden. Aber, also irgendwie Mitch Ur, ne, den ich hier erwähnt habe, das ist übrigens der Sänger von Ultravox, habe ich dann auch mal später rausgefunden. Wo war ich denn jetzt? wo war ich jetzt, verdammt. Aber es ist halt wirklich mit Abstand das längste Metal Gear Solid Spiel gewesen auf meinem Kanal. 69 Folgen, allesamt 30 Minuten lang. Also auf Steam zumindest habe ich über 40 Spielstunden. Und das ist halt rein von der Story her am wenigsten gewesen. So, jetzt kommt bestimmt nochmal eine Szene nach dem Abspann. Da bin ich mir schon fast sicher, so wie bei jedem Spiel. Irgendwas kommt ja noch. Die Lobenspiele finden Los Angeles statt. Die Spiele werden in der Begründung sein können, fliegen in Afrika. Gorbatsch auf drin, sie mit seinen Namen sein. Liquid und Solid werden aufs Schlachtfeld geschickt. Eli? Ist das der Eli? Südafrika gesteht im Besitz von Atomwaffen zusammen, der gleichzeitig in der Entstehung der Taliban. Die Taliban gehen auf Afghanistan zu gehen. Sein Foxhound wäre. Könnte Big Boss die Fessel mit Outer Heaven. Da werden wir Solid Snake schlägen, indem er das Phantom von Big Boss tötet. Das Phantom von. Das war nämlich noch meine Frage. Warte mal,
Seite Kurung Sansibar. Soll es natürlich because seines Training. Genau, das ist Medic 2 gewesen. Shadow Modes Zwischenfall, genau. Katsuhiro Miller, Donald Anderson und Dr. Clark sterben. Ja, ein Tanker Zwischenfall. Ganz auf Perry Zwischenfall. Big Boss stirbt. Ja, Teil 4, wirklich das ultimative Ende. Aber eigentlich ist er ja nicht tot, ne? Eigentlich muss jetzt so ein Fragezeichen hinterkommen. Wie gesagt, Teil 4, das Ende habe ich bis heute nicht verstanden. Ich freue mich darauf, nachzuholen. Der Boss hat einen Plan. Was ist es? Der real Big Boss ist working separately from us to create his new nation. New nation? A military nation above and apart from all. The true outer heaven. Something created to maintain world balance, independent of the struggles for supremacy, for personal profit, the cycles of revenge between countries. It'll be an army, all right, but more. Big Boss is building a nation. But until it's complete, we support the other Big Boss. The Phantom carries on his legend, his meme. That is Big Boss's plan. So that's the way it is. 9 years ago, I thought everything had been taken from me. But now I really have lost it all. The boss, and the future we were building together. One day, the age of Big Boss's sons will arrive. They'll likely want to settle the score with him. We have to shape that age. We'll each have roles to play. Building the foundation for a revolution led by both Big Bosses, the True One and the Phantom. No. Big Boss can go to hell. I'll make the Phantom and his son stronger to send him there. For that, I'll keep playing my role. You know, sooner or later, there'll be only one boss. There's only room for one boss. His sons are fated to face each other someday, too. If the day ever comes that you go back to Cypher, I'll lay the other son. And then you and I will be enemies, too. One of us will have to kill the other. Fine by me. I'll be ready for the new age. Until then, we'd better get used to coexisting. Heieieiei. Okay, genau, das war nämlich gerade noch meine Frage. Oder jetzt kann, leider, wie gesagt, das Ende von Metal Gear Solid 4, ich weiß, ich hab's nicht verstanden damals, das tut mir auch leid, deswegen könnte ich jetzt vielleicht mehr theorisieren. Aber das war halt meine Frage, ist jetzt quasi der Big Boss aus Metal Gear 1 und 2 und mehr oder weniger Metal Gear Solid, zumindest seine Leiche, ist das halt Big Boss oder der Fake Boss? Ich glaube, Venom Snake ist jetzt einfach mal die richtige Bezeichnung dafür, ne? Ich nenne jetzt mal Venom Snake, wegen Naked Snake ist Big Boss und Venom Snake ist das, ist der Fake. Ist es der, also scheinbar ist es ja ganze Zeit dann der Fake-Boss gewesen in Metal Gear 1 und 2. Und das würde dann ja auch erklären, warum Big Boss in Teil 4 noch lebt. Weil quasi der, der dann in Metal Gear 1, 2 und Metal Gear Solid und dann halt in Form von Liquid in 2 und 4 und so auftaucht, dann ja quasi die ganze Zeit Venom Snake war. Und Big Boss einfach die ganze Zeit im Hintergrund agierte und so dachte, ha, ich lebe, ha. Keine Ahnung, vielleicht ist es so, vielleicht nicht. Ich freue mich unglaublich darauf, diese Videoreihe zu gucken, sofern der Typ mir das gescheit und gut erklären kann, um die ganze Story zu erfahren. Ja, ich bin gespannt. Man muss sich da wahrscheinlich auch viel nochmal in der Lore und dem Wiki durchlesen. Es ist schon krass, was Kojima hier alles so geschaffen hat. Ne? Das ist nicht schlecht. Ja, aber wie gesagt, meine Kritik an Metal Gear Solid 5, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Es ist ja kein durchweg schlechtes Spiel. Es hat seine Qualitäten. Es sieht, okay, ich wollte sagen, es sieht wunderbar aus. Es gibt durchaus Spiele, die eine bessere Grafik zu dem Zeitpunkt hatten. Aber trotzdem, es läuft auch auf etwas schwächeren Rechnern. Ja, mit meiner alten Grafikkarte noch lief es ja auch. Problemlos.
Das Gameplay, es geht gut von der Hand und so, aber es ist halt wirklich sehr langatmig, das Spiel manchmal in seinem Pacing. Also das Pacing ist schlecht und dann häufig immer das Gleiche machen. Das bremst unglaublich aus und es hat mir dann halt echt nicht so gut gefallen auf Dauer. Dazu muss ich noch kurz sagen, die Zerstörungsmission, wenn man Panzer zerstören muss, ist die größte Hölle in diesem Spiel und die hätten sie rauslassen können, denn ein Schleichspiel, bei dem man dazu gezwungen ist, dicke Panzer mit Raketenwerfern kaputt zu schießen, das passt nicht. Das funktioniert einfach in diesem Spiel nicht. So, sagen wir den Meister Zertifikat Standard. Aber wie gesagt, vieles Mal, wo ich mich aufgeregt habe, auch einfach, das war einfach auch ich, weil ich einfach, ich und Schleichspiele immer so eine, ne, Problematik haben. Der Codename Big Boss. Big Boss, Outer Heaven, Zanzibar, Land, He Heaven. Oder Haven. Achso, stimmt, Outer Heaven, Outer Haven, ne? Gray, Cyborg, Ninja. Cyborg, Ninja. Zanzibar sogar, das finde ich cool, dass hier nochmal Metal Gear 2 auch richtig erwähnt wird. Ozzolotto, Javajava, was auch immer. Outer Haven. Legendäre Soldaten, ein paar davon. Heieiei. Irgendwelche Easter Eggs oder so dabei, Creeping Buzzard. So, ich bin gespannt, wie es jetzt, ob wir jetzt einfach wieder in der Motherbase spawnen, ich denke mal, oder im Hubschrauber oder irgendwo, wo wir jetzt theoretisch dann alle Sidequests erledigen können, aber was ich natürlich nicht tun werde. Ist das auch eine Sache, ich habe ja wirklich fast nur die Hauptquests durchgeballert. Ein bisschen Nebenquests für Story oder so. Und selbst da war es jetzt mit Abstand das längste Metal Gear Spiel. Oh Mann, ey. Gut, sind wir jetzt wieder hier. Es wäre cool, wenn wir jetzt Big Boss auf einmal wären. Das wäre lustig. So wie beim Red Dead Redemption, wo man am Ende des Spiels quasi. Darf ich das spoilern eigentlich? Bei Red Dead Redemption am Ende quasi spielt man einen anderen Charakter als die ganze Zeit über das Spiel über, wenn man quasi nach der letzten Mission wieder in die Oberwelt kommt. Das ist ganz lustig. Okay, dann lösen wir jetzt nochmal letzte Belohnung ein, würde ich sagen. Gucken uns nochmal ein bisschen an, was wir eigentlich alles so gemacht haben. Ein bisschen Achievements und dann ist es auch vorbei. Vorbei mit der BDG-Reihe. Zumindest größtenteils. Ich werde noch ein bisschen Ableger spielen. Ich will noch Metal Rising spielen. Ich wollte vielleicht irgendwann auch mal Ghost Babel spielen. Die halt alle nicht so richtig in der Lore mit zugehören, ne, zur offiziellen Reihe. Und vor allen Dingen will ich dann irgendwann nochmal Twin Snake spielen, was ja der, jetzt muss ich hier irgendwie erstmal Sachen finden. Was wollte ich jetzt sagen? Zu Twin Snake, was ja ein Remake des ersten Teils ist, in besserer Grafik. Wenn ich dann irgendwann nochmal quasi, ich wollte dann irgendwann nochmal die grobe Hauptreihe nochmal spielen im Stream und dann quasi den ersten Teil durch Twin Snake ersetzen und dann 2 und 3 und Peace Walker spielen, ein bisschen Achievements da holen und sowas. Und 5 würde ich dann glaube ich aber auch weglassen. Und 4, Teil 4 natürlich auch. Also Teil 4 spiele ich, meine ich. Teil 4 war ja der angenehmste von allen, was die Schwierigkeit und so anbelangt. Ah, ich muss ein bisschen pinkeln, ne? Aber so viel Zeit muss es noch sein. So. Dokumentsammelquote von 60% erhalten. Können wir uns mal die Dinger anhören? Vielleicht haben wir 100% aller Info-Dinger. Bezweifle es zwar, aber hey. Doppeldenk. Boss, how are you back on your feet so quickly? Doppeldenk war doch auch mal irgendwann in dem Spiel. What's up? About the 1972. Front terrible. Zeros Besuch bei Snake. Heieiei, das ist so viel, ne? So, jetzt haben wir alles, glaube ich, ne? Okay, haben jetzt aber doch, oder? 100% aller Kassetten mit Informationen wiedergeben. Geil! Tatsächlich alle bekommen. Ist ja cool. Ich meine, ein paar haben wir nur bekommen, dadurch, dass wir zum Beispiel auch mit Pass geredet haben und so. Ich hätte gedacht, dass da noch mehr Sidequests quasi das bringen. Was haben wir jetzt hier? Genau, 50. Und wie gesagt, 50 ist die absolut maximale, ne? Mehr Missionen gibt's nicht. Und die alle, die jetzt nicht, die jetzt hier, ne? Sind, das sind halt alles nur so eine extrem hoher Schwierigkeitsgrad, ohne Entdeckung und so weiter, ne? Überleben. Das ist halt alles nicht der Rede wert. Ja, in dem Operation haben wir zumindest ein paar gemacht. Wir haben die ein bisschen was zum Skippen der Hauptmission. Genau, das man auch manchmal dann beim zweiten Kapitel des Spiels mehr oder weniger. Auch der Kapitelaufbau, ne? Dann bauen sie Kapitel 1 und 2 ein und Kapitel 1 ist nach 30 Spielstunden vorbei, wo man schon wieder vergessen hat, dass es überhaupt diese Kapiteleinteilung gab. Total dumm. Und auch dieses Fortsetzung folgt, was zum ersten Mal nach 30 Stunden auftauchte und dann irgendwie jede Spielstunde einmal. Oh, Fortsetzung folgt. Dramatisch. Und wo man direkt weitermachen kann. Was für ein Scheiß. Ist ja keine Episodenunterteilung wie bei, keine Ahnung, Telltale-Spielen oder so. Haben wir immerhin die ganzen Motherbase-Soldaten rausgeholt, ne, für Bonuskram und so. Also ein bisschen was habe ich ja immerhin nebenbei gemacht. Wieso habe ich ja von Anfang an gesagt, so ein bisschen Nebenquests, die vielleicht interessant sind. Habe ich mich gut dran gehalten, würde ich sagen. Ah, oh, ich muss pinkeln. Ja, gut. Dann
können wir nochmal hier ein paar... Komm, wir lösen jetzt mal unsere letzten Punkte an und gucken mal, ob ich noch irgendwas herstellen kann auf der Motherbase. Hier, das baue ich ja immer hier. Ups. Vielleicht habe ich auch überlegt, dass ich, wenn ich diese Reihe nochmal spiele im Stream, also ich würde dann halt Twin Snakes 2, 3, 4 und Peace Walker wahrscheinlich spielen, ob ich dann nicht nochmal Teil 5 anwerfe, aber nicht die Story spiele, sondern ein bisschen Nebenquests, ein bisschen auf Achievement Hunt gehe, sowas wie die Minenräumungsnebenoperation zum Beispiel kann man dann machen, sowas eben. Müsste ich gucken, aber ich verspreche nichts. So, hey, guck mal, wir können tatsächlich noch was bauen hier. Okay, welche bauen wir jetzt maximal aus? Gehen von oben nach unten durch, würde ich sagen. Ich denke mal, danach kann ich auch nichts mehr bauen. Das ist interessant, weil ich jetzt, das dauert 4 Stunden und ich werde jetzt sowieso das Spiel erstmal ein paar Jahre nicht anwerfen. Aber es macht ja nichts. So, Sternauftrag konnte ich ja leider nicht absolvieren. Das ist traurig, weil dafür hätte ich auch ein Achievement gekriegt, wenn ich alle wichtigen externen Aufträge gemacht hätte. Naja. Genau, und jetzt will ich nochmal eben ganz schnell, bevor wir das Spiel dann beenden, mache ich jetzt mal das hier. Genau, und ihr seht's. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Achievements an, die ich bekommen habe. Ich mach's mal ein bisschen größer hier. Kann ich so größer machen. Warum ist. Hallo? Maus ein bisschen am Abspacken. So. Bringt jetzt auch nicht so viel eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Naja. Hier haben wir erstmal die ganzen Achievements für die Mission, ne? Prolog erwacht. Guck mal, am 12. Oktober habe ich damit angefangen, ne? Oh Mann. Und das, die Mission haben wir quasi eben wieder gemacht. Das finde ich halt auch kacke. Dann ist die letzte Mission wirklich nochmal genau das gleiche. Ich meine, dieser Plot-Twist, dass er die ganze Zeit Big Boss war, geil. Geiler Plot-Twist. Hätten sie aber auch einfach in eine Cutscene verpacken können. Hätten sie eine andere Mission machen können. Keine Ahnung. Dass Snake irgendwie dem aus, oder dass Venom Snake irgendwie dem auf die Schliche kommt, hier von wegen, irgendwas ist auf faul, irgendwie fühle ich mich nicht wie Big Boss. Sich dann irgendwie in Erinnerung, diese Kassette vielleicht nochmal findet, sich angehört und dann hätte man einfach die Cutscene reinballern können. Meinetwegen auch eine halbe Stunde lang, das ist mir egal, das ist mir egal, solid. Wir wollen halbstündige Cutscenes. Und dass sie dann einfach da, ne? Das ist in der Cutscene und nicht nochmal komplett die erste Mission von vorne. Es war halt am Anfang, dass man da diese Postkarte gesehen hat, oh, man ist ja selber irgendwer anders. Und halt am Ende, sonst war eigentlich nichts anders. Naja. Ich fand's übrigens, die Charaktererstellung hat man ja damals gehabt. Jetzt hat die auch einen Sinn. Man denkt sich vielleicht, das ist wieder so ein typisch Kojima, einfach mal den Spieler verarschen Ding, was ist ja öfter. Das hat man auch so ein bisschen Teil 5 vermisst, ne? So dieses vierte Wand durchbrechen und so, was ja früher häufig auch der Fall war. Easter Eggs gab's. Na gut, bestimmt habe ich es einfach noch nicht gefunden, aber sowas gab's irgendwie auch weniger, hatte ich das Gefühl. Naja. Wir haben jetzt mit die ganzen Missionen, ne? Blablabla, Stimmenmechaniker, Archellen, Seilanthropus und dann hier verborgene Stille, ne? Die Bonusmission für sie. Für, Choir und dann jetzt The Man Who Sold the World. Lehrling, schließen eine Mission mit deinem Mitarbeiter der Kampfarbeiter ab. Genau, dafür. Das haben voll viele nicht. Das ist interessant. Wir können ja mal, komm, wir gehen mal in die globale Errungenschaftsstatistik und gucken, was wir alle so haben. Hier eine Prolog, Außenwachposten erobern, Soldaten per Fulton rausholen, eine Nebenoperation erfüllen. Das sind also Sachen, die man sowieso automatisch passieren. Motherbase auf 50 erweitern, verhören, genau. 50 Sachen entwickeln, eine Gefangene raus, es muss ja wirklich eine Frau sein, sonst geht das nicht, keine Ahnung. 52 rausholen, D-Dog für den Einsatz bereit und Quiet für den Einsatz verfügbar machen, genau, ist theoretisch ja optional. Mission, 10 Millionen GMP muss man, also ne, kann man auch ruhig ausgegeben haben, einfach nur bekommen. 100 entwickelbare Gegenstände, guck mal, wie viele das haben und ich habe es echt erst neulich, ne, kurz vor Ende des Spiels erst erreicht. Stimmen mich an der Rechner sein, Anthropos, hören Sie Quiets auf Maximum und D-Dog haben wir auch geschafft. Das habe ich alle bis dahin, ne? Ja. Eine Infiltrations-FOB-Mission, diese Online-Mission, die, weiß nicht, langweilig sind, aber ich habe es wenigstens einfach gemacht. Treues Ross haben wir dann leider nicht. Das ist quasi das Pferd auf Maximum bringen. So, die Mission haben wir auch. Lehrling. Ja, Held, keine Ahnung, was man dafür machen muss. Man muss irgendwie alles geil machen. Alle auf Stufe 50 dauert ewig. Alle, genau, das war halt so ein bisschen die Hoffnung, dass ich das vielleicht schaffe, alles auf Maximum bauen. 300 entwickelbare Gegenstände erfordern auf jeden Fall für Farmer. Dann hier sogar Erinnerungs, dass sie so wenig haben, wundert mich. Ich meine, das ist ja nicht schwer, das ist ja Story sogar. Alle Missionen erledigen, alle externen Aufträge, genau. Minenräumungsnebenoperationen, wo die nächsten nicht getriggert sind, so eine Scheiße. Alle Nebenoperationen, heieiei. Abschreckung ist eine Atombombe bauen und Entwaffnung ist die Atombombe quasi entsorgen. Dauert irgendwie, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich sie jetzt bauen können, aber es dauert irgendwie 24 Stunden zur Entwicklung und ich wusste halt zu dem Zeitpunkt, okay, so lange spiele ich das Spiel nicht mehr. Das, also in-game 24 Stunden, ne? Und nee, das hätte ich nicht geschafft. Alle Missionen mit Rang S ist halt auch hart.
Füllen sie alle Missionsaufgaben. Ist auch super hart. Alle Wildtierarten rausholen. Nee. Das geht eigentlich sogar noch, ne? Dass es so wenig haben. Und Sammler muss man, glaube ich, irgendwie alle Baupläne rausholen. Hat dieses, was man da unter der Sammlung hat, ne? Also hier die Erinnerungsfotos und wahrscheinlich auch alle Pflanzen und so. Man muss wahrscheinlich absolut alles davon in diese Bibliothek quasi voll haben, glaube ich. Ja, das war's, ne? Insgesamt haben wir 27 von 42. Sind 64%. Damit kann ich doch absolut leben. Wenn man bedenkt, dass ich bei anderen Metal Gear Solids immer echt nur ganz wenig hatte. Vor allem bei Teil 4, wo ich wirklich nur die Story-Achievements und ein so Achievement hatte. Dass ich diese ganzen anderen überhaupt nicht bekommen habe. Naja. Gut, Leute, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich für Metal Gear Solid 5. Ich verabschiede mich aber auch, wie gesagt, großenteils für die Metal Gear Reihe. Es kommt noch ein bisschen was, die Ableger, aber da möchte ich mir Zeit lassen, weil ich habe Metal Gear Solid, die Reihe, ja gerade am Anfang relativ durchgeballert. 1 und 2 direkt ineinander. Dann hatte ich, glaube ich, Solid 1 und 2 direkt ineinander. 3, kurze Pause, dann war Portable Ops dran. Dann, glaube ich, eine etwas längere Pause wieder. Okay. Zum Ende hin waren die Pausen ein bisschen länger, aber trotzdem habe ich jetzt innerhalb von knapp 2 Jahren alle Metal Gear Solids durchgeballert. Und es hat halt mitunter auch viel geblockt, viele andere Projekte, die ich, oder Reihen, die ich machen will. Und da stehen noch ein bisschen andere Reihen an, die ich machen will. Zum Beispiel Bioshock wollte ich endlich mal alle spielen. Half-Life schon seit Ewigkeiten. The Witcher will ich endlich alle drei mal nachholen. Und ja, sowas steht dann halt erstmal im Vordergrund, ne? Und deswegen lasse ich mir mit den letzten Metal Gear Solid auch ein bisschen Zeit. Und damit meine ich jetzt nicht nur ein halbes Jahr oder so. Das kann jetzt vielleicht auch 1-2 Jahre dauern, bis ich endlich mal wieder was Neues spiele. Und ich, wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt gerade erst die ganze Reihe habe, will ich jetzt nicht im Stream direkt wieder alle durchspielen. Dann werde ich ja quasi Twin Snakes spielen. Das habe ich jetzt schon so beschlossen. Ja, ich hoffe, ihr habt da Verständnis an alle Metal Gear Fans. Hallo GameZocker. Ich will da auch einfach wieder ein bisschen was anderes spielen, ne? Gut, trotzdem Metal Gear Solid, ich bin unglaublich froh, diese Reihe nachgeholt zu haben. Hatte ihre Höhen und Tiefen. Einige Tiefen durch mich, weil ich Kacke bin, aber auch einige Tiefen, die wirklich nicht so gut waren. Metal Gear Solid 2 oder Metal Gear 2 waren dann echt nicht so dolle eigentlich. Aber rein storytechnisch immer wieder für eine Überraschung gut und viel Cutscenes und oh mein Gott. Und ich, wie gesagt, bin echt froh, dass ich diese Reihe nachgeholt habe, denn ich glaube, privat hätte ich das nicht durchgestanden. Ich meine, so Metal Gear Solid 1 hat noch so richtig Bock gemacht, das hätte ich bestimmt auch privat durchgespielt. Ah, spätestens bei 2 hat es mich so abgefuckt, dass ich privat, wenn ich es nur privat gespielt hätte, wahrscheinlich gesagt habe, okay, weg damit, brauche ich nicht. Und im Stream oder halt, oder im Stream sage ich schon als Let's Play oder auch im Stream, habe ich immer mehr Motivation, auch Spiele durchzuspielen, weil ich mir denke, dass ich da mehr oder weniger einen Pakt eingegangen bin. Die Leute wollen das komplette Spiel sehen, deswegen ballere ich das komplette Spiel durch, ne? Und ja, bin ich froh, dass ich das getan habe. Gut! Dann verabschiede ich mich. Ich hoffe, euch hat es gefallen, die ganze Metal Gear Reihe und Metal Gear Solid 5. Sorry übrigens auch mal für die Pause, die, glaube ich, einen Monat lang war oder so in dem Spiel. Ja, es war einfach viel um die Ohren zu der Zeit, ne? Und irgendein Projekt musste darunter leiden. Metal Gear Solid war tatsächlich die beste Wahl nach wie vor, finde ich. Gut, danke fürs Zusehen und bis denn, ne? Bis zu weiteren Metal Gear Spielen, bis zu anderen Projekten und so, ne? Und jo, man hört voneinander, ne? Euer Friesen, du verabschiedest dich. Bis dahin. Tschüss!